Die nächste Kategorie, die ich mir mit euch zusammen anschauen möchte, heißt Balance. Und diese Kategorie ist ausgesprochen spärlich besiedelt. Da sind nämlich nur zwei Blätter drin, aber es ist trotzdem aufschlussreich, sie sich anzugucken. Das erste Blatt ist nichts weniger als irrwitzig. Was sehen wir hier? Wir sehen hier einen Dinosaurier oder ein Krokodil, so genau kann ich das nicht erkennen, umschwirrt von Vögelchen und begleitet von einem Luftballon. Es ist, ja, ich weiß auch nicht, was los ist mit denjenigen, die Klopapier gestalten. Ich bin auch manchmal etwas ratlos, ob das eigentlich studierte Gestalter sind, die da rangelassen werden. Und wie es mit der Humorlage bestellt ist in den Firmen, die diese Klopapiere herstellen oder diejenigen beauftragen, die da die Gestaltung machen. Also hier gibt es eben gleich zwei Arten von Ballons, nämlich einmal diesen Luftballon und dann den Heißluftballon. Und ich habe so ein bisschen die Idee, deswegen habe ich wahrscheinlich auch diese Kategorie Ballons gebildet, dass es vielleicht eine Anspielung ist auf die Blase, die bewusste, die geleert wird, oder aber, dass es um die Luft gehen könnte, die ja auch bei den Vorgängen auf der Toilette im Spiel ist. Das Ganze wird etwas untermauert, diese These, durch das nächste Motiv, nämlich dieses hier, wo ein, ja, was ist das für ein Tier? Ein langohriges Tier mit einer sehr großen Nase, mit einer Karnevalsnase, von einem Luftballon, dessen Luft entweicht, weggeschleudert wird. Fragt mich nicht, was die für Drogen nehmen. Teilweise die Leute, die solche Illustrationen sich ausdenken für Klopapiere. Aber jedenfalls, da ist hier die heiße Luft und da sind die Luftballons, die Ballons. Und ich glaube, da ist schon irgendwie ein bisschen was dran. Es gibt zumindest die, ja, noch eine andere Kategorie, die etwas besser gefüllt ist. Da komme ich später mal dazu. Und zwar nennt die sich Sprechblasen. Da gibt es ein paar mehr Motive. Da ja, werde ich aber eben heute noch nichts dazu sagen. Wozu ich heute was sagen werde, außer dass ich jetzt beschlossen habe, diese spärliche Kategorie zu verlagern in eine, die schon besser gefüllt ist, nämlich die mit gemischten Dingen, also Motive von Klopapier, wo Diverses sich tummelt, da werde ich das jetzt hinverlegen. Was ich auch heute noch ansprechen möchte, weil es sich hier gerade sehr anbietet, ist die wirklich bemerkenswerte Verschämtheit, mit der Materie umgegangen wird. In einer Form geht es darum, was gesagt wird, wovon gesprochen wird, und in einer anderen Form geht es darum, was gezeigt wird. Was ihr zum Beispiel auf Klopapier niemals sehen werdet, ist Kot und Urin. Obwohl das ist, worum es geht. Ich habe in dem Sinne keine Kategorie dazu gebildet, aber ich habe euch mal ein paar Sachen zusammengestellt. Und zwar einige Motive, die doch so ein bisschen offener mit der Frage umgehen, worum es eigentlich geht, die so ein bisschen mehr zeigen und auch sagen. Das ist also einmal hier die Goldeimer-Gestaltung. Goldeimer ist eine Firma, die produziert Klopapier, deren Beschaffenheit 100% Recycling ist und deren 100% Gewinne an soziale Zwecke geht. Und wenn ihr da mal ein bisschen genauer hinschaut, dann könnt ihr das vielleicht auch lesen. Da steht: mit Viva Con Agua mache ich gerne Geschäfte. Viva Con Agua ist so ein soziales Projekt, könnt ihr im Internet nachgucken. Das tut hier jetzt nicht so viel zur Sache. Aber Goldeimer eben spielt vielleicht ein bisschen drauf an. Non OLED, das heißt auf Latein
Das heißt, stinkt nicht. Also da ging es darum, dass man das Geld nicht stinkt und ja, Scheiße zu Gold machen, irgendwie ist vielleicht da ein bisschen auch der Gedanke dahinter. Und Goldeimer, das könnt ihr auch mal auf Wikipedia nachlesen, ist auch ein Begriff, den es gibt, eine Bezeichnung für eine bestimmte Art von Toilette, eine historische. So, also da haben wir mal die Geschäfte. Das Geschäft, was man macht, wird erwähnt und eben irgendwie die Scheiße in Form von Gold vielleicht. Hier ist es wirklich eine absolute Seltenheit, wird tatsächlich gezeigt, der Vorgang, da haben wir den Bären aus der Kategorie von Folge 2, also die Bären tauchen hier nochmal auf, zusammen mit den Vögelchen, nämlich Enten, wenn man ganz genau ist. Vögel sind auch nochmal ein eigenes Kapitel. Und dieser Bär sitzt tatsächlich auf dem Klo, man sollte es nicht für möglich halten. Auch hier seht ihr sehr explizit ein Klo und eine sehr unschöne Szene. Und das ist, ja, ihr erkennt es vielleicht, ein Klopapier aus der Kategorie der Scherzartikel. Es gibt auch das als, ja, sagen wir mal, Kosmos für sich innerhalb der Spezies der Klopapiere, nämlich die Klopapiere, die ihr nicht in der Drogerie oder im Supermarkt findet, sondern die, die irgendwie mehr oder weniger zur Erheiterung, zum Verschenken, zum, ja, als Besonderheit angefertigt und verkauft werden. Noch eine Seltenheit ist dieses Klopapier. Das ist auch ein, wie soll man sagen, soziales Projekt. Also auch da gehen wohl die Einnahmen an soziale Projekte und dieser reichlich faltige Hintern, den ihr hier seht, auch wirklich miserabel gezeichnet, ist ja, ungewöhnlich in seiner Direktheit. Eine andere Weise, an das zu erinnern, worum es eigentlich geht, ist die Farbe. Ich habe in meiner Kollektion einige Klopapiere, die nur eine Farbe haben. Das ist auch nochmal eine eigene Kategorie. Das werde ich mir mit euch zu einem anderen Zeitpunkt mal anschauen. Da habe ich jetzt mal welche rausgegriffen, die in ihrer Farbigkeit an etwas erinnern. Sehr zart. Oder schon etwas deutlicher, noch deutlicher im Ton. Und dieses, haltet euch fest, eins der absoluten Highlights meiner Sammlung, ist tatsächlich, ja, kackbraun, sagenhaft. Hier gibt es noch eine Variante in einem gemäßigteren, sage ich mal, Durchfallton. Und dann gibt es hier noch immer noch zum Thema passend, nämlich zum Kot oder auch zur Kacke. Vielleicht war es so gedacht, der Kaktus auch irgendwie thematisch dazu passend. Dann haben wir noch zu guter Letzt ein weiteres Scherz-Klopapier. Da geht es um Furzen und ja, wie das ganze Klopapier war zu diesem Thema. Und ja, da finde ich eigentlich nicht wahnsinnig abwegig meine Idee mit den Ballons, mit der Luft, die da drin ist, dass das irgendwie eine Verklausulierung ist. Ja, verklausuliert wird nach Kräften und generell kann man eigentlich auch sagen, sehr, sehr gerne durch die Blume. Das ist nochmal ein Kapitel, ein Aspekt, mit dem ich mich auch später nochmal mit euch befassen werde. Da ist richtig viel geboten. Das zeige ich euch mal von der Seite. Ganz viele Klopapiere mit Blumen. Und zum Abschluss möchte ich euch noch eine Sache zeigen, die immer für große Heiterkeit sorgt. Das habe ich mal in USA gekauft, in San Francisco, in so einem chinesischen Tralala-Laden. The Floss Proctologists recommend most. Das heißt, die ja quasi Arschseide, die von Proktologen am häufigsten empfohlen wird. Und was ist da drin? Ganz einfach ein sehr dünn geschnittenes Klopapier. Ja, ihr Lieben, die Welt ist voller Wunder. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.